Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Limbo. Zumindest wollt ihr das hier sehen und nicht meine komische Fresse mal beleuchtet. Oh, mein Bett ist unaufgeräumt. Warum ist das im Hintergrund? Das ist mir scheißegal. Das wird nicht aufgeräumt. Fuck life! Ich habe immer noch Probleme damit, in die Kamera zu gucken. Das ist mir schon aufgefallen, ich weiß. Aber ja, ich konnte ein bisschen wenig aufnehmen. Wer es in Fire Emblem gesehen hat, das sind wahrscheinlich relativ wenige. Aber wer Fire Emblem verfolgt, der weiß, dass ich einen Bänder- und Kapselriss habe. Das kann ich hier nochmal extra sagen, weil ich in den letzten Tagen war ich halt schön beim Arzt und konnte dementsprechend nicht so viel aufnehmen, wenn man von 8 bis... Zudem bin ich leicht krank. Wenn man von 8 bis 14 Uhr natürlich beim Arzt in der Schule ist und dann, grob gesagt, weil ich muss nach Hause fahren, von 14 bis 19 Uhr beim Arzt, ist das scheiße, danach musst du es kühlen und hochlegen, darfst es kaum bewegen. Wie soll ich mich an meinen verfickten Schreibtisch setzen? Ich bin in meinem scheiß beschissenen kleinen Zimmer. Das ist relativ schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte nicht aufnehmen, aber hier eine weitere Folge Limbo. Viel Spaß! So, wir waren hier stehen geblieben am See, wo wir angeblich eine Spinne gesehen haben auf dem Bild. Ich aber noch keine Spinne erblicken konnte, weswegen ich mal ziemlich stark davon ausgehe, dass jetzt eine Spinne kommt. Ja, ja, exakt. Oh Gott, oh Jesus. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dieser Spinne. Oh, ich hasse Spinnen so sehr, das ist nicht mehr normal. So, das war die Stelle, die ich im letzten Part mal verwechselt habe, glaube ich. So, komm her, Kackviech. Die sollte uns nicht nochmal umbringen. Nein. So, das hast du gut gemacht. Jetzt geht er auch bitte direkt wieder hoch. Weil, nun ja, eigentlich habe ich relativ wenig Bock, als Abendessen zu enden. Immer wieder! Diese schwammige Sprungmechanik, dass du den A-Knopf so übelst lange durchdrücken musst. Das ist vielleicht aber auch nervig, ey. So. Diesmal sind wir schneller, bleiben aber trotzdem hier stehen und machen den... Dings. Danke übrigens für die sehr, sehr positiven Rezensionen auf der... Nicht töten. Auf der letzten Folge, das... Okay, das sah für mich eigentlich nach einem sehr verkackten Sprung und nach einem Game Over aus. Aber da hat Limo sich anscheinend... Nein, wie hieß er? Wie hieß er? Arnold! Tschüss. Ah, hallo. Da hat Arnold sich anscheinend gegen entschieden. So, die Spinne ist anscheinend Game Over. Das ist ziemlich schön. Und jetzt können wir hier... Nein, die... Na! Ha! Aber die wird gekillt. Oh mein Gott, sie ist so tot. Müsste sie zumindest. Ich bin zwar kein Experte der Arachnologie, keine Ahnung, aber ich bin mir relativ sicher, dass auch eine Spinne das Zerquetschen durch einen Stein nicht überlebt. Oder zumindest ziemlich selten. So, hier kommt irgendein komischer Rauch. Vielleicht ist Snoop Dogg hier hinten irgendwo. Ich chill mein Leben. Ich musste das Mikrofon noch ein Stück weiter runterstellen, weil es mir sonst im Bildschirm hängt. Aber Limbo scheint einen guten Tag. Guten Tag. Wie die gekillt ist. Ah, komm mal her, du. Wow! Ach, so tot war sie dann doch nicht. Oh Mann, oh. So tot war sie dann doch nicht. Ich vertraue dir nicht. Was soll ich jetzt mit dir machen? Gib mir das! Ja! Und da ist er weg, der Arm. Und du bist noch ein Knoten. Wie der noch gezappelt hat. So, und jetzt dürfen wir diesen haarigen, komischen Kopf hier durch die Gegend schieben. Spinnenkopf schieben, das ist übrigens eine sehr, sehr weit bekannte olympische Sportart. Ich habe da dreimal Gold gewonnen. Bei den Paralympischen Spielen in...
Wodka 2017. Ah, alles klar. Die waren vor einem Monat. Die Typen da hinten hatten Waffen. Das finde ich nicht so schön. Der hat es auch nicht geschafft. Zumindest nicht so komplett. Wir gehen hier mal runter. Bestimmt nicht gefährlich. Oder sowas. Oder eine Falle. Lachhaft. Da können wir nicht hoch. Also da rechts. Ich denke mal einfach, dass wir eine Kiste brauchen. Also. Hui. Und. Und nun? Springen? Springen, ja. Korrekt. Korrekt in der Annahme, dass ich diese Leiche da nicht brauche. By the way, später brauchen wir eine Leiche. In einem See voll Leichen. Über den wir sonst nicht drüber kämen, aber trotzdem ein See voll Leichen. Ja, über was kann man heute so noch so reden? Mein Fuß ist immer noch kaputt. Wie vor 2 Sekunden auch noch, als ich die Abendmoderation gemacht habe. Aber Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Wie überlebe ich das? Okay. Da sind wir auch schon. Bei dem See voll Kinderleichen. Ist das nicht was Schönes? Ein Spiel für die... Hallo? Möchtest du vielleicht... Nein. Okay. Ich bin tot, wollte ich gerade sagen, aber nein. So, die Szene kenne ich noch, die nehmen wir mit. Wie ich das einfach sage. Wir müssen ihn für Testzwecke verwenden. Alter, ist die Musik laut, das tut ja sogar mir weh. Hui. Okay, das tut mir irgendwie voll leid, aber... Na gut, was soll ich machen, ne? Da oben ist was. Irgendwie voll komisch aus. Was macht der da? Ein Shit, Alter. Der chillt da sein Leben. Warum sind alle Leute in diesem Wald entweder darauf aus, uns umzubringen oder... Fuck, wie war das? Das weiß ich noch. Oder sind selber tot. Drauf oder nicht drauf? Ich glaube drauf. Exakt, genau. Das war nämlich ein relativ gutes Rätsel. Ich muss nämlich erstmal drauf und dann halt nicht drauf. Das war wieder mal knapp, Alter. Was macht der denn da oben, ey? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Guck mal, der hat schon verkackt. Oh Gott. Ja, komm, na komm, na komm. Oh, wie schlecht du bist, wie schlecht du bist. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh mein Gott, das ist echt ein angenehmes Spiel. Wie Lenny schon sagte, ein Spiel für Suizidgefährdete und solche, die es werden wollen. Können wir vielleicht ein paar Pfeile davon noch nehmen und zurückwerfen, so dartmäßig? Limbo, der Dart-Champion? Ich weiß ja nicht, was der so in seiner Freizeit macht, außer in Wäldern natürlich durch die Gegend zu laufen. Oh, ich hasse das. Das ist so eine Scheiße. Mann. Ich kenne einige Rätsel hiervon schon. Also bis zu einem gewissen Punkt kenne ich eigentlich alle Rätsel. So, und jetzt muss... Obwohl, habe ich das jetzt nicht schon verkackt? Ja, ich muss erst diesen Wagen da hinschieben. Okay. So, diesen komischen Wagen hier. Der muss... Dahin. Exakt. Und dann klettern wir noch. Warum klettert der da so seitlich hoch, Alter? Kletter doch mal wie so ein normaler Mensch. So, wir möchten hier nicht zerhackstückelt werden. Boah, ist das laut heute. Das ist aber auch nicht mehr normal, ne? Ich muss das für euch, glaube ich, ein bisschen leiser stellen. Weil sonst kriegt der ja Ohrenkrebs, wenn ihr mir zuhört. Kriegt der ja so wegen meiner Stimme sowieso. Geh da hoch jetzt. Jetzt hast du es wirklich verkackt, weil du es nicht geschafft hast, da hochzugehen. Ey, das ist so nervig. Weil immer, wenn er sich an irgendwas festhält, um dann direkt da hochzugehen, muss man nochmal A drücken. Und da komme ich irgendwie nicht drauf klar, weil das voll die beschissene Mechanik ist. Weil wenn er sich irgendwo dran festhält, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass er dann auch wieder hoch will. So, jetzt mache ich das. Moment. Konzentration, Konzentration. So. Und hepp. Und yeah!
fuck, Alter. Das war hart unnötig. Das war hart unnötig. By the way, ich habe den Rahmen überarbeitet. Ich hoffe, der gefällt euch so einigermaßen. Ich habe noch ein paar Ideen, was... Was war das? Rand und Färbung... Okay. Rand und Färbung angeht. Aber falls ihr auch irgendwelche Ideen habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ich hoffe, der geht jetzt so einigermaßen. Ich hoffe mal, der geht so jetzt wieder. Konzentration. So. Hab's geschafft. Noch nicht übermütig werden. Richtigen Rhythmus finden. Das meine ich! Das meine ich! Nein! Kurzer Cut, bis ich fähig bin, etwas zu tun. Jetzt, weil der Sound jetzt weg ist und das dann einfacher für mich ist und ich bin ein ziemlich faules Stück Scheiße. Ja! Das war total einfach, aber ich muss mich einfach ein bisschen konzentrieren. Okay, Gras am Boden. Mag ich Gras am Boden? Ich mag Gras am Boden. Ich mag kein Gras am Boden. Ich spring da, glaube ich, mal drüber. Das sah irgendwie nicht so cool aus. So, da ist jetzt dieses komische Teil. Ich mag das nicht. Guckt euch das an. Man kann nur noch in eine Richtung laufen. Man kann zwar springen und auch, glaube ich, beschleunigen, aber nur durch das Licht kann man die Richtung wechseln. Ich weiß, es wird übrigens ein ziemlich kurzes Playthrough. Ich weiß, das ist mir schon bekannt. Ich bin halt relativ gut in diesem Spiel. Ich weiß auch jetzt, dass ich denke mal, dass ich auch die Parts jetzt kürzer halten werde. So. Das nehmen wir nämlich. Und ich glaube, wir sind tot, weil wir es verkackt haben. Ja, wir sind tot, weil ich es verkackt habe. Nee. Ja, Mann, das ist auch scheiße. Kleine Bastard soll mal lernen, wie man schwimmt. Das Mikrofon wackelt übrigens ein bisschen. Mein Kabelsalat ist noch relativ groß. Auch das hoffe ich, dass ich das ändere, sobald ich unten bin. Okay. Speedy Gonzales, Alter. Der schnellste komische schwarze Typ von Mexiko. Keine Ahnung. Dann lauf mal ein Stückchen. Hier rüber. Das ist jetzt deine einzige Chance. Die Kiste dürfte ja von automatisch. Von automatisch. Von automatisch. Vollautomatik. Ha! Von alleine schieben. So, und da oben diese komischen Viecher. Die fressen das dann auf. Exakt. Und die Kiste nehme ich, glaube ich, dann direkt mit, oder? Brauche ich die denn? Nein, ich brauche die nicht. Okay. Die Kiste kann mal Kiste sein. Ja, da den Rand. Da bei Blueberry Busty, was ich da drunter geschrieben habe, da der Rand, der gefällt mir noch nicht so. Hier ist ein Rad. Richtig moderne Technik, Alter, was sie hier gebaut haben. Okay. Das bringt mir noch nichts. Und so, glaube ich, bei dem Punkt habe ich keine Ahnung mehr, was abgeht. So, was geht, Junior? Okay, du möchtest nichts machen. Okay. Ich will doch nur spielen. Ja, ich sollte aufhören zu singen. So, hier. Brauche ich irgendwas von dem? Der muss locker irgendwas für mich machen. Aber ich muss jetzt mal gucken, was er für mich machen soll, bevor ich ihn treze. So. Da passiert auch noch eigentlich relativ wenig. Hier ist Wasser drin. Hier ist ein Baumstamm. Was bringt mir dieser Baumstamm? Ich weiß es nicht. Komme ich hier jetzt noch raus? Ich glaube, ich muss den Baumstamm da hinschieben. Und dann komme ich hier auch wieder raus. Ja, tatsächlich. So, das sieht mir sehr nach einer Regenrinne oder sowas aus. Übrigens heute mal belichtet. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Ihr könnt auch dazu mal
eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Was muss dieser Frosch oder was auch immer das sein soll, denn tun? So dass ich halt irgendwas Produktives mit ihm machen kann. Ich frag mich, warum ich diesen Sprung jetzt andauernd verkacke. Muss mich nochmal umgucken. Also hier muss ich irgendwas tun. Wenn ich das hier mache, dann passiert was. Es scheint irgendwo ein Helikopter herzufliegen. Passiert noch gar nichts. Okay. Okay. Dann ist so eine kaputte Wasserleitung. Was hat das nun mit diesem Frosch zu tun? Der will anscheinend die Pilze snaggeln. Dann geht er weg. So, komm her, du. Ich will dich nehmen und für meine wissenschaftlichen Experimente missbrauchen. So, jetzt fällt der da rein. Ah, das ist so ein Hamsterrad oder was? Oh, wie nice. Eins. Ich habe mich erschrocken. Zwei. Da ist jetzt ein Blitz eingeschlagen und es fängt an zu regnen? Seems fucking legit. Den lassen wir da trotzdem nicht raus, by the way. Denn ich bin ein herzloser Tierquäler. Das Detail fand ich sehr, sehr gut. Dass der Regen sich auf der Regenrinne... Also das finde ich gut, dass der Regen sich auf der Regenrinne anders anhört, natürlicherweise. Kann der sich da jetzt auch mal festhalten? Ich weiß auch nicht, warum der das vorhin nicht gemacht hat. Ah, okay. Ich muss das also irgendwie noch möglichst weit in die Mitte schieben. Bevor ich darüber kann. Okay, ich verstehe es auf jeden Fall schon mal. Das Rätsel ist schon fast gelöst. Der Regen ist richtig hart laut. Aber wie gesagt, ich feiere die Atmosphäre in diesem Spiel. Die ist schon relativ corny. So. Das müsste passen.